Und zurück. Wir sind, oder ich bin immer noch hier auf der Suche nach des Rätsels Lösung für verschiedene Truhen. Wir haben uns jetzt mal so einmal umgeguckt und schon ein bisschen was erfahren, aber hier sind diese Dinger, die man halt bewegen kann, ne? Aber ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, in welcher Reihenfolge. Also es steht nirgendwo. Und da ist ja auch irgendwo noch so ein Rabenviech. Höre ich zumindestens. Den habe ich auch noch nicht gesehen. So, und jetzt weiß ich halt nicht, in welcher Reihenfolge sollen die denn sein, hier diese Runen. Weil gesehen habe ich sie ja alle schon. Wo ist der Rabe? Also müssen wir ja noch eine kleine Weile rumrennen, bis ich rausgekriegt habe, in welcher Reihenfolge die Runen überhaupt stehen sollen. Und dann gibt es natürlich noch hier diese Truhe, die ich auch gerne hätte. Ja, aber hauen geht nicht. Na gut. Ach so. Ja, gut, hier war ich eben schon. Wie komme ich denn hier rüber? Hübsch, ne? Dem Wasser. Hier rüber zu laufen, ne? Aber wie komme ich da hin? Das ist die spannendere Frage. Wir müssen also höher. Genau, das ist die Truhe. So weit, so gut. Aber hier war ich auch schon, da komme ich auch nicht weiter. Dafür brauche ich nämlich ein Kristall. Und woher soll ich einen nehmen? Und hier nämlich auf dieser Truhe sind. Ach so, nee, das war falsche Richtung. Ich kann ja hier nochmal gucken. Hier brauchen wir ein Kristall. So, aber auf der Truhe. Entschuldigung, Knirps, aber ich muss hier alles abgucken. Du stehst im Weg. Sind keine Runen, also keine Reihenfolge diesmal. Hier, seht ihr? Blank. Ach so, ich bin ja blind, da steht's. BNR. Okay. Gut, so schwer war es dann auch nicht. BNR. Jetzt müssen wir nur rauskriegen, welches die erste ist. Gut, also diese hat nur als Wiedererkennungswert das N. Dann versuchen wir es mal
Die hat auch ein N. Gut, habe ich jetzt noch nicht verstanden so richtig. Die hat ein schönes R, das nehmen wir mal. Ging es hier noch irgendwo weiter? Nee. Komme ich denn zu der anderen? Jetzt brauchen wir noch ein B, ne? Aber es ist immer noch zu weit unten. Immer noch zu weit weg. Ist ja doof. Das ist ein sehr schönes B. Aber es hat uns die Truhe nicht geöffnet. Nicht im Ansatz. Aber die hat nur ein N. Und die hat ein B. B, N, da muss die andere ein R haben. Wo ist denn die andere? Ich habe sie wieder vergessen, wo die andere ist. Ein Stein. Ja, da ist die andere. Die hat ein R. Okay, verstehe ich jetzt gerade nicht. Leg mal den Stein weg. Ja, die hat ein schönes, klares R. Wie bitte? So, die hat ein schönes, klares R. Und diese hier hat nur ein N. Was anderes hat die nicht. Genau. Gut, ich gucke mir das nochmal an da oben. Irgendwas mache ich ja falsch. Aber jetzt nehmen wir erstmal unseren Kiesel mit und setzen ihn da oben ein. Es ist doch eindeutig BNR.
Nein, falsch. Nein. Ach so, sie ist offen. Oder nicht? Doch. Ja, voll gut. Wir haben es schon geschafft. Das ist ja toll. Ein Zornhorn. Wir haben ein Zornhorn. Okay, so wunderbar. So, nimm den Kiesel mit. Komm. Ein weiteres Zornhorn. So, das ist doch gut. Und jetzt machen wir das da und dann haben wir vielleicht noch irgendwie mal die Chance, uns die andere Truhe zu holen. Was meint ihr? Schneller geht mit dem Kiesel übrigens nicht. Das ist schon gerade aus Höchstgeschwindigkeit. Jawohl. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Und was genau, fies. Er sagt's nicht. Gut, wir könnten es uns natürlich angucken, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich möchte jetzt wissen, wie wir hier hochkommen. Wie wir diese Dinger da wegschlagen. Da oben. Hier doch irgendwie einen Weg nach oben geben. Oder wie seht ihr das? Was können die denn, wenn die nichts können? Wieso kann ich es anzielen? Wenn die nichts können? Okay. Wir haben irgendwas kaputt gemacht und dafür Hacksilber bekommen. Ich habe nicht mal gemerkt, wofür. Junge, noch ein Lichtkristall. Von oben runterschießen, sondern suchen. Sieh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... tot. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber tot passt auf. Aber wieso? Na gut, auf geht's weiter. Wo ging's lang? Ging's hier lang? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Oder hier lang? Ja, immer den Leichen folgen. So. Ich freue mich, dass wir das gelöst haben. Das ist ein bisschen wie bei Tomb Raider hier. Nur, dass bei Tomb Raider immer die Leichen frisch sind und man quasi das Blut und die Verfaulung riechen kann.
cool. So. Ah, was zum Kaputtmachen. Sehr schön. Jede Menge Hacksilber. Wieso liegen hier überall tote Dinge rum? Blaue Dinge rum? Zu einer Bibliothek stecken. Ich weiß es nicht. Junge, hierher. Aber es ist voll schön. Ja, Vater. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Voll gut. Eine Bibliothek. Schön, ne? Gut, weiter geht's. Alter! Nein, 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 nein! Also dieses Brennen ist echt eklig. Was ist das? Sind wir da gerade hergekommen? Nee, von wo kamen wir überhaupt? Von hier, ne? Ja, okay. Was ist das? Wie kann ich das lösen? Stühle mit einer Schale. Voll schön. Was für niedliche Möbelstücke. Soll ich jetzt den Kristall von da ganz drüben holen? Ernsthaft? Nee, oder? Ja, dachte mir, dass du das sagst. Soll ich jetzt den Kristall holen? Könnt ihr den Kristall holen? Oder wir gucken, ob wir einen neuen finden. Könnt ich den haben? Nee. Da oben steht was. Okay. Noch mehr Drauger? Boah, ich bin schon wieder hier fast am Abfackeln. Ja.
zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Da ist eine Truhe. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein, ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Na, ich denke ja. Glaube ich. Chrysler. Das heißt. Ich denke ja, dass sie euch auf die Reise geschickt hat, damit ihr euch kennenlernt. Was ist das? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Diese Fackeln angezündet. Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Aber echt. Was für ein schöner Schlusssatz. Bevor wir uns wieder abmorcheln lassen, werde ich hier mal eben speichern und dann hole ich euch wieder ab. Bis gleich.